Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute machen wir die zwei neuen Stages aus den neuesten Dokuments von LR Super Saiyan 4 Goku und LR Super Saiyan 4 Vegeta. Lass uns ganz kurz die Informationen dazu ansehen, dann springen wir auch gleich in das Event rein. Kakarot bisher hat eine neue Stage bekommen, sie hat Super Zeit. Das sind die neuen Medaillen, die aus dieser Stage droppen. Der Linkskill Harden Crush ist quasi der Linkskill, der dafür sorgt, dass wir mehr Schaden gegen Goku machen. Aber, um ehrlich zu sein, auf diesen Linkskill müsst ihr nicht setzen. Es sollte Harden Crush sein, glaube ich, aber auf diesen Linkskill müsst ihr nicht setzen, bei allem Respekt. Die Charaktere sind ja nicht so gut, sag ich mal. Nehmt eure Kategorie-Tipps und geht da auf jeden Fall rein, dann seid ihr gut gedeckt. Ihr seht, wir kämpfen gegen Strength 2 Runden, gegen Argel 2 Runden. Und damit ihr auf jeden Fall da Bescheid wisst. Jedenfalls brauchen wir 35 Medaillen, um ihn auf die TOR-Version zu bringen. Das sind 35 neue Medaillen. Und dann brauchen wir 35 von den neuen Medaillen und von den alten, um ihn auf die LR-Version zu bringen. Auf der anderen Seite, unser Boy Vegeta, ein bisschen ähnlich. So vom, ja, vom Ablauf her, sag ich mal. Hat auch eine neue Station hinzubekommen. Sie hat Super 2 neue Medaillen. Und zwar ist bei ihm der Linkskill der von den Shadow Dragons. Die, da könnt ihr schon drauf setzen, sag ich mal, wenn ihr Shadow Dragon Team habt und eine Rotation habt mit Omega Shenlong, Sin Shenlong, würde es. Ah, obwohl, das ist eine physisch. Ja, das ist dann physisch Charaktere. Würde, glaube ich, trotzdem funktionieren, aber wäre vielleicht ein bisschen schmerzhaft. Bei ihm ist genau andersrum. Wir kämpfen gegen zwei Argel-Charaktere, gegen zwei Strength-Charaktere oder Runden, sag ich mal. Wir sind aber gleich die Teamkonstellation oder an sich, wenn ihr ein Kategorie-Team habt und da reinläuft, dann sollte auf jeden Fall gut gedeckt sein. Jedenfalls. Unser Boy Vegeta, für ihn braucht die 35 Medaillen auch, um ihn auf die TOR-Version zu bringen und dann 35 aus den neuen und aus den alten, um ihn auf die LR-Version zu bringen. Da würde ich sagen, Freunde, wir verlieren nicht viel Zeit, springen erst in das Event von Vegeta rein und dann in das von Goku. Alles klar, und wir sind im Event von Vegeta und zwar habe ich hier mein Dream of Gods Team an der Stelle, denn ich wollte euch diese Rotation mal zeigen. Die Rotation mit Vegito Blue und Gogeta Blue, also im Endeffekt, wenn es ja transformiert, die ist übertrieben geil und ich finde, das ist eine richtig schöne Konstellation, ein richtig schönes Duo, wenn ich reden könnte, im Dream of Gods Team. Dementsprechend, wenn ihr das bauen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Wir wissen natürlich, Vegito Blue braucht ein bisschen, um ja quasi seine Pässe aufzubauen, aber ansonsten ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Rotation. Und ansonsten habe ich auch, wenn ich im Team Evo Vegeta habe ich mitgenommen, mit Ui Goku werde ich ihn wahrscheinlich in einer Rotation, oder in Tech God, glaube ich, mitgenommen und Supreme Kai, zum West Kai. Um als Support drin einfach. Ich habe versucht, das Team ein bisschen Tech-lastig zu halten, beziehungsweise AGL-lastig, um besser zu sein, weil wir in den letzten zwei Runden gegen Strength Vegeta kämpfen, logischerweise. In dem anderen Team von Goku werde ich dann quasi, oder habe das Team dann quasi AGL-lastig gehalten, weil wir dann im Endeffekt in den letzten zwei Runden, ne, andersrum, Tech-lastig, weil wir in den letzten Runden gegen Super AGL kämpfen. Glaube ich. Ich glaube aber auch nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß, was für ein Team ich nehme. Das werden wir dann gleich sehen. Ich habe jedenfalls ein schönes Team gebaut. Aber, genau. Wir machen einfach mal hier weiter, bevor ich mich allzu sehr verplappere. Und zwar sind wir jetzt quasi auf der Stage gegen Vegeta. Zwei Runden Argel, zwei Runden Strength. Und bei Goku ist genau vertauscht. Ey, ich komme da nicht drauf klar, weil mein Kopf hat gespeichert, dass die Vielfachen, die allerersten, meine, der war Goku Strength, Vegeta Argel, jetzt haben sie vertauscht, bei den Events auch vertauscht und tralala. Da komme ich drum, also komm, ja, bin ich ein bisschen verwirrt, sag ich mal. Aber, wie gesagt, wenn ihr ein Kategorie-Team habt, dann werdet ihr die Events sicherlich hoffentlich schaffen. Solltet aber aufpassen, denn ich bin mir sicher, ich bin auf jeden Fall sicher, dass sie gut Schaden machen, so ist es nicht. Wir werden gleich sehen, was die letzten zwei Runden drauf haben werden, wie der Schaden sein wird. Aber bis jetzt haben sie auch gleich mal gut HP gehabt, die zwei Gegner hier, die zwei Runden, die gekämpft haben. Aber ja, ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, wie das Ganze gleich auf verlaufen wird. Verlaufen wird war das Wort, was ich gesucht habe. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen nervös, ne, weil ich bin immer noch irgendwie im Dragon Ball Super Broly Hype. Den Film letztens erst gesehen, was letztens, gestern. Oder vorgestern. Vorgestern. Ja, so nervös bin ich, dass ich nicht mal weiß, was für einen Tag wir heute haben. Jedenfalls, und dann noch der vielfache Hype, es war so richtig geil, vor allem im Stream, dass wir uns angesehen haben, das, wo wir zusammen waren und gesummt haben, war wirklich übertrieben geil. Falls ihr den Stream-Upload nicht gesehen habt, Freunde, meine Summon zu Vegeta und Goku, schaut es euch auf jeden Fall an, das war wirklich sehr, sehr cool. Und ja, ich weiß nicht, ich bin trotzdem immer noch nervös, sage ich mal, ich bin immer noch nervös irgendwie. Aber ja, das Vierige ist auf jeden Fall geil, also ist wieder ein schönes Jubiläum. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Falls ihr euch fragt, ja, wann kommt das Ganze auf Global, natürlich ist eine berechtigte Frage. Das Ganze kommt auf Global Juli, denn das Jubiläum in Global ist im Juli. Und ich habe im Stream häufig die Frage bekommen, ich erwähne es einfach mal jetzt, warum nicht, ob man jetzt quasi auf Global auf die zwei Vielfachen sparen soll, weil die Banner sind wirklich gut, und Gogeta und Broly skippen sollte. Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, nein. Ihr könnt ruhig für Gogeta und Broly summonen. Wenn ihr sie vor allem wollt, dann summonet ruhig. Und zum anderen,
Das Jubiläum auf Globe mit dem Vierfachen ist im Juli. Das heißt, ihr habt 5 Monate Zeit, um zu sparen. Da werdet ihr sicherlich viele Stones ansparen können. Vor allem jetzt für die Free-to-Play-Spieler. Summons für Great Order Broly. Wenn ihr sie haben wollt, die Banner sind auch gut. Da wird es einen Discount geben. Also der 4. wird kostenlos sein, wie in JP. Dann hoffe ich, dass noch ein Discount geben wird für Great Order Broly. Die sollten ja spätestens Mitte Februar auf Global erscheinen. Deswegen macht euch da keine Sorgen und summont ruhig, ja. Wenn ihr das summon wollt, summont ruhig und wartet nicht wieder bis Juli. Also, ich sag mal so, bis Juli werdet ihr wieder gut Stones bekommen. Falls sich die Frage bei dem einen oder anderen, ja, den einen oder anderen gestellt hat, sag ich mal. Aber, jetzt sind wir quasi vor der vorletzten Runde auf, ja, Theo-Version. Ich finde, by the way, ich finde die SSR, das, die SSR-Artworks von den Super Saiyan 4, die sind richtig geil mit dem Golden Osaru im Hintergrund. Ich finde die übertrieben geil. Lasst mich wissen, welches Artwork ihr von denen am geilsten findet. Die LR-Version sind auch geil. Die sind auch geil, finde ich. Die Artworks davon. Ich finde vor allem Kakarot sein SR-Artwork, wie der so grinst. Der grinst so richtig frech. Der ist so richtig ready to go. Die Charaktere sind schon. Die haben's. Ich habe am Anfang. Ich glaube, ich habe am Anfang viel erwartet von den beiden. Aber jetzt realisiere ich langsam. Also beim Respekt, die sind nicht schlecht, die sind übertrieben gut, aber langsam realisiere ich auch, dass ich, okay, meine Erwartungen wahrscheinlich ein bisschen, ja, realistisch gesehen sehen muss und die dämpfen muss, sag ich mal, mehr oder weniger. Denn sind auf jeden Fall gute Units. Ja, Freunde, ihr merkt schon, ein bisschen cringe gerade unterwegs, was heißt cringe, aber... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich verplappe mich da die ganze Zeit. Meine Gedanken sind irgendwo. Ist gerade auch aktuell viel los, aber ja, wir werden auf jeden Fall sehen, was in der Zukunft so abgeht. Freunde, jedenfalls wirklich vielen lieben Dank für den ganzen Support. Wir gehen in letzter Zeit wirklich richtig rund. Vielen lieben Dank für all euren Support. Ich kann das einfach nur appreciaten, das Ganze. Und falls euch das Ganze gefällt, wie gesagt, und ihr neu hier seid, dann drückt auch auf den Abo-Button, um das Ganze zu unterstützen. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann gebt den Ganzen auf jeden Fall ein Like. Jedenfalls sind wir jetzt in der letzten Runde von unserem Boy. Dann machen wir das Ganze mal so folgendermaßen. Yes. So bekommt Vegeta noch auf jeden Fall seinen Super Saiyan Boost. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze verläuft. Let's go. Und Warrior Gods sollte er noch zusätzlich bekommen. Die Gorkus haben doch auch Warrior Gods. Ja, so nervös bin ich schon, dass ich vergesse, was für links jetzt die Charaktere haben. Kommt vor. Aber ich glaube, die. Doch, die Gott-Transformation sollten auch Warrior Gods haben. Super Saiyan Warrior Gods, Godly Power haben die, glaube ich. Ja, also du nicht nervös werde. Aber. Evo Vegeta auch an der Stelle, Marboy. Hat auch einen Dupe jetzt auf JP. Richtig cool. Ich merke es voll, wenn ein Charakter einen Dupe hat. Das merkt man, das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied aus. Und jetzt, zur Frage, ja. Sollte man sich zufrieden geben, wenn man quasi, sag mal, jetzt ein gutes Szenario, ihr zieht aus dem Banner von Vierfachen Goku und Vegeta ein LR Vierfachen Goku und LR Vierfachen Vegeta. Frage ist, solltet ihr weiter summonen, wegen Dupes? Auf der einen Seite ist es schwierig, Dupes zu ziehen, so ist es nicht, weil es sind immer noch LR Charaktere, also die Rates sind ein bisschen gering, weil da 10 Charaktere featured sind. Aber auf der anderen Seite ist es eure Chance für Dupes, also wenn ihr quasi auf Dupes gehen könnt, und ich meine, wurden auch noch die Coins eingefügt, wenn ihr quasi zusammen könnt. Dann würde ich schon sagen, nehmt so viel mit, wie ihr könnt. Vor allem in den 400 Stunden, mit dem, dass der 4. Multi gratis ist. Genau, aber ihr merkt schon, mir kommt es so vor, als wären wir wirklich ein bisschen lang hier in dieser Stage unterwegs. Die Stage an sich geht lang, so ist nicht. Die Charaktere haben auch sehr viel HP, aber kaum sage ich, es kommt Gogeta und klatscht ihn weg. Dann gehen wir rüber zum Event von Goku. Alles klar, und wir sind im Event von Goku. Und in dieses Team habe ich mich verliebt, denn, oh mein Gott, Freunde, endlich haben wir Thales gezogen. Falls ihr es nicht gesehen habt, direkt zweimal in einem Multi. Und ich finde, dieses Team sieht so geil aus. Wir haben hier zum einen innere Rotation Full Power Goku mit LR Gohan, die linken sind wirklich sehr, sehr gut. Dann tue ich unser Boy Issei Agel. Broly, von dem wir auch einen Dupe gezogen haben aus dem Sun-Video, war auch wirklich insane. Rein und raus rotieren, hab Thales natürlich als Support rein und raus und Evo innere Rotation mit physisch Broly. Beide haben jeweils einen Dupe. Ey, es ist so ein... mit diesem Team macht es übertrieben Spaß, gerade zu spielen. Und das auch für die Sache, finde ich. Ich finde, Gogeta... Kurzer Vergleich, Gogeta und Broly, habe ich vielleicht oft gesagt, aber ich finde, Gogeta an sich hat einen kleineren Vorteil gegenüber Broly. Er kommt direkt mit der Sehr-Effektivität, ist für mich overall einfach so ein Ticken besser als Broly, finde ich, von seinem Setup her. Als individueller Charakter wegen den Crits, gratierten Crits, Sehr-Effektivität, Dodge-Chance und wegen den Multiplayer-Buffs etc. Aber ich muss sagen, Broly würde ich den Extra-Punkt geben dafür,
dass er quasi wegen seinem Leader Skill. Ich finde seine Leader Skills, dass er Full Power und Movie Boss Kategorie einen Boost gibt, da kann man sehr viel mehr Setups machen als quasi Movie Heroes und Fusions. Die sind so ein bisschen, sag ich mal, eingeschränkt nicht, aber da läuft es auf ein Team mehr oder weniger hinaus. Aber hier kann man so viele Setups bauen mit Broly als Leader und deswegen finde ich, mit diesem Setup finde ich wirklich sehr zufrieden. Lasst mich wissen, falls ihr Broly habt, wie sieht euer Team aus, oder falls ihr für Broly Sun werdet auf Global, wie würde euer Team aussehen? Wie würde euer Team aussehen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Jedenfalls, oh, 150.000 Schaden. Ja, wir kämpfen jetzt erstmal gegen Strength. Thales, oh mein Gott. Ey, Thales, ganz ehrlich, für den einen oder anderen, der nicht versteht, warum ich Thales so hype. Zum einen finde ich Thales an sich einen sehr kranken Charakter. Und nein, Thales ist nicht mit Goku verwandt und deshalb ist er auch nicht in der Goku's Lineage-Kategorie. Thales ist kein Zwillingsbruder, kein Bruder, kein Onkel, keine Tante, gar nichts. Thales ist einfach ein Saint, Low-Class-Saint, der einfach Kakarot ähnelt. Er hat mit Kakarot verwandtschaftsmäßig oder verwandtschaftlich nichts zu tun. Die Frage kam auch häufig vor. Ist vielleicht auch eine Troll-Frage gewesen, aber damit es mal geklärt ist. Weil Thales ist zum einen ein Supporter. Er gibt jedem Ki plus 3 auf den Angriff 40%. Ist ein Dokkan-Exo-Charakter, hat gute Stats. Tut zudem Superclass-Gegnern deren Angriff debuffen, sollte das gewesen sein. Ups, jetzt habe ich den Vegeta nicht geootet. Naja, nicht schlimm. Zusätzlich dazu hat er eine Chance, den Gegner zu stunnen auf der Super Attack, und er hat eine Transformation. Wenn die HP 80% und drunter sind, hat er eine Chance, ich glaube 25% sollte das sein, dass er sich transformiert. Wenn er sich transformiert, erhält er 130%, glaube ich. Da macht er auch wirklich sehr gut Schaden. Hat eine gute Chance, den Gegner zu stunnen. Aber das Ding ist, er kann es dann wieder zurück transformieren. Und sein Support-Aspekt ist halt zu asozial. Es ist ein Dokkan-fester Charakter, der den besten Support, die beste Support-Passive hat. Also wirklich. Jetzt abgesehen von Issei Kidbu, der hat Kidbu 2 50%, wenn die HP 80 und drüber sind, aber Thales hat Kidbu 2 Effekt plus 40% die ganze Zeit. Natürlich, wenn er sich transformiert, dann nicht, aber er kann es wieder zurücktransformieren. Er ist in vielen Teams, in denen man spielt, ist im Stammkader, und da tut man nicht sowas von spielen, weil er ist einfach eine Bereicherung für die Teams. So Classic Supporter, sage ich mal, Classic Supporter sind keine Dokkan-Fessel-Charaktere, und er ist einer. Deswegen glänzt er auch mit seinen Stats. Das ist richtig, Thales ist. Wenn ihr Thales habt und ihr spielen könnt, Freunde, spielt ihn. Einfach so, wie ich es mache, rein und raus sortieren zum Beispiel. Und Broly geht hier natürlich jetzt zum Full Power. Sehr, sehr schön, dann sehen wir das Ganze auch noch. Ich will aber Broly noch mit Evo in einer Rotation halten, bevor wir quasi Goku raushauen. Ich würde einfach gerne die Konstellation zeigen. Oh mein Gott! Jetzt schaut euch mal die Konstellation an. Wisst ihr, wie Thales diese Konstellation bufft mit 40% auf den Angriff? Es ist einfach zu insane, dieser Boy. Ja, Gott sei Dank haben wir ihn ziehen können, Freunde, ohne Spaß, Gott sei Dank haben wir ihn ziehen können, es ist so ridiculo einfach. Oh mein Gott, wenn er sich transformieren würde, würde ich auch nicht dazu nein sagen, um echt zu sein, wenn ich transformieren ist nur her damit. Okay, Goku greift es an, oh, könnte vielleicht wehtun, sonst nicht. Obwohl der Issei Goku auch gut tankt, Broly, aber 90.000, okay, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Leben. Vielleicht müssen wir ein Item, guck mal, 2 Millionen. Vielleicht müssen wir noch ein Item aktivieren, so ist es nicht. Aber wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Full Power Broly, so oder so, eine totale Maschine. Ich finde das Team übertrieben cool. Yeah, raus mit euch. Jetzt mit vierfachen Goku LS am Start. Und dann. Boom. Ganz ehrlich, wir haben das im Review nicht angesprochen vom Dragon Super Broly Film. Falls ihr nicht gesehen habt, könnt ihr euch gerne ansehen. Aber Spoilerschutz. Am Anfang im Kampf, als auf einmal. Da kam die Musik während dem Kampf, als sie gekämpft haben, Gogeta und Broly, go, Broly, Kakarot und irgendwas. Ich dachte, hä, von wo ist das? Lässt gerade jemand irgendeine Musik laufen oder so? Das war ein bisschen komisch, fand ich. Okay, einmal war es okay, damit konnte ich noch leben, aber das kam dann noch bei dem Kampf. Soll nicht Schlimmes heißen, so ein Kampf kann es auf jeden Fall geben. Aber ich fand das irgendwie beim Zeitmal unpassend. Genau hier, das sind die Ultra Super Attacks von den beiden Boys, und die sind ja quasi von dem Battlefield Majin Vegeta und Goku, die sind sehr ähnlich, weil diese, die Essays von denen wurden auch quasi um die Zeit produziert, sag ich mal, oder entwickelt. Deswegen sind die Essays ein bisschen veraltet. Full Power Goku auch übertrieben gut, und das Team von LR Super Saiyan 4 Goku, das ist halt komplett GG. Seine Kreatur ist brutal, man hält LR Super Saiyan 4 Goku in einer Relation mit Full Power Goku. GG. Eines der brutalsten Relationen, weil das
Saiyan Raw getriggert, zusätzlich zu dem, was so oder so getriggert ist. Prepare for Battle, GT, Fierce Battle, Super Saiyan, haben wir einfach noch Saiyan Raw mit am Start. Vor allem Saiyan Raw sind 25% auf den Angriff, es ist so geil. Also Gokus Setup finde ich da an der Stelle besser, um ehrlich zu sein. Und auch an sich, also vom Nutzen her finde ich LS Super Saiyan für Goku besser, da muss ich mir ehrlich gestehen. Aber, ihr merkt schon, die Events gehen schon ein bisschen lange. Entweder kommt es mir nur so vor, als würde ich übertrieben lange reden, oder, ja, gerade habe ich gesagt, vorhin hat es Gokus beendet, jetzt beendet es Broly, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Das wären die beiden Events oder die beiden neuen Stages zu den Events von LS Super Saiyan für Goku und Vegeta. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt den Ganzen auf jeden Fall ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.